Hi, ich begrüße euch herzlich beim Teenchen. Es ist Samstag. Das Gewinnspiel endet heute. Ich hatte insgesamt 5 Teilnehmerinnen, die mir die Wahl überlassen haben, welches Album ich hergeben möchte. Und ich habe die in den braunen Topf, weil der zum Zeitpunkt des Kommentars noch am wenigsten Teilnehmer hatte. Dann hatte ich 2, die haben mir zwar sehr nette Kommentare geschrieben, wollten aber nicht teilnehmen, aus verschiedensten Gründen. Und eine Dame hat kommentiert und trotz Aufforderung nicht gewählt. Die konnte ich dann natürlich auch leider nicht berücksichtigen. Ich hatte also geschrieben, du hast keins ausgesucht und keine Antwort darauf gekriegt. Ansonsten haben wir 40 Teilnehmer. Fand ich total genial. Vielen Dank dafür, dass ihr alle dabei wart. Und die Yvonne hat mir ein Gedicht gemacht. Und bevor ich jetzt den Gewinner ziehe, müsst ihr euch das anhören, weil alle, die die Kommis da nicht nochmal lesen, haben das übersehen. Und es war so toll. Sie schreibt, heute ist es wieder soweit. Das Teenchen nimmt sich wieder für uns Zeit. Seit einem Jahr schon bastelt sie für uns und zeigt uns ihre kreative Kunst. Diesmal wird es schaurig schön, denn wir bekommen ihre Halloween-Alben zu sehen. Entscheiden sollen wir uns zwischen dunkel und hell, das geht aber gar nicht so schnell. Nach langem Grübeln und vielem Denken lässt sich meine Entscheidung zum Dunklen lenken. Jetzt kommt noch, was einfach sein muss, ein dickes Lob für dich am Schluss. Deine Videos lieben wir alle sehr, aber das fällt uns alle nicht schwer. Liebe Yvonne, nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle, an dich für dieses tolle Gedicht. Und dann habe ich ein kleines Goodie für euch, und zwar nachdem wir wirklich 40 Teilnehmer hatten, wobei das Schwarze etwas mehr Zuspruch fand als das Braune, habe ich mich entschlossen, beide zu verlosen. Dann wird natürlich eure Chance von 1:40 1:15 beziehungsweise 1:25 sein, denn 25 waren für das Schwarze und 15 für das Braune. Und ich habe hier mit der schwarzen Büroklammer mir die Schwarzen markiert, das andere sind die Braunen. Und ich schaue jetzt nicht in die Schüssel, sondern schaue aus dem Fenster, während ich hier mit euch quake und suche den Gewinner von dem schwarzen Album. Und zwar ist das, ja, Wahnsinn, Lovkinal Peral, meine Liebe. Sie hat noch geschrieben, ich weiß nicht, ob es international ist und ob ich teilnehmen darf. Du hast das schwarze Album gewonnen. Ich gratuliere dir herzlich dazu. Bitte schick mir deine Adresse. Ich zeige es hier nochmal und schreibe es dann auch nochmal in die Infobox. Und das Braune bekommt Silkes Werkelstadt. So, das sind meine beiden Gewinner. Ich gratuliere euch herzlich. Ich hoffe, ihr freut euch. Eure Adressen bitte als PN an mich, damit ich euch die Dinger zuschicken kann. Ich schreibe es nochmal. Ich sehe hier auf meinem Display gar nichts. Also die Silke kriegt das Braune. Und Lovkinal Peral das Schwarze. Und ich notiere mir jetzt gerade nochmal Schwarz und Braun. Bitte lasst mir eure Adressen zukommen und dann werde ich die Alben nächste Woche an euch verschicken. Alle anderen nicht traurig sein, es gibt wieder eine kleine Verlosung im Dezember, die habe ich schon vorbereitet. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure zahlreichen Kommentare und für das ganz tolle Mitmachen, für die rege Teilnahme. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder dabei und wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüssi!